Wir haben auch immer so Pi mal Daumen 100 Euro, aber wir sind halt zu zweit und es reicht dann halt für eine Woche. 80 bis 100 Euro, je nachdem, was wir kaufen. Hallo? Achso, drücke X zum Türe. Achso, es ist nicht mal eine Tür. Na, nur Holz. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Achso, wir sind ganz am Anfang. Da ist der Rollstuhl von der Oma. Wo ist die Oma? Bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Hey, jetzt sehen wir, was passiert ist. Oder? Ah nee, Susanne war wieder da. Sonst. Ja, hier unten wird wahrscheinlich eher weniger was sein. Ja, haben wir ja schon. Ganz am Anfang. Hitler, Beweise. Also ganz schön fertig hier gemacht. Ach da, alle Evelyn. Kann ich jetzt auf dich schießen? Nö. Das ist deine Schuld. Warum sehe ich das? Oh, du lässt dich nicht auf das Kind schießen. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Jetzt zackert sie uns an die Wand. Das tat verdammt weh. Will nicht mein Daddy sein? Nee. Dann soll er sterben. Kann ich dich nicht einfach erschießen? Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Hat mir Mami nicht eigentlich schon jetzt hinüber gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt die nochmal oder kommt sie nicht nochmal? Ich muss am Dachboden, glaube ich. Kommt jetzt nicht eigentlich die Omi dran? Hilfe! Ja, wir schieben ja offenbar ganz schön los. Was macht Evelyn? Ethan, hilf mir! Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel Lust, dir zu helfen. Das ist schon lang. Nicht da? Ah ne, das ist ein Fenster, das ist keine Tür. Da ist eine Tür. Kann ich die benutzen? Nö. Da ist noch eine Tür. Kann ich diese Tür benutzen? Nö. Also meine Kettensäge. Achso, das ist keine Hallo. Hallo? Doch, das war Hallo. Okay, das war so gewollt. Ich dachte, das ist es. Ja, wie jetzt? Ich jetzt hier lang? Muss ich echt angreifen? Verdammt, wo bist du? Nee. Muss ich wieder runter? Ich muss doch eigentlich hier hoch. Gibt es hier noch irgendeinen Weg? Nur oben durchkommen? Nee, ich kann hier offensichtlich nicht durch. Ist hier im Keller? Nee, da waren wir hergekommen. Leise. Da ist lang gelaufen. Warte mal, hier war doch eine Zune. Na gut, ich kann die jetzt nicht öffnen. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Weiß ich nicht. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Ich eigentlich Schaden? Keine
kann ihn nehmen. Geh nach Hause! Ich will Munition nicht verschwenden, aber ich will so tun, als würde ich mich wenigstens wehren. Ich gehe jetzt einfach heim. Tschüss. Okay, auch nicht. Oh, Mama. Schade, kann ich nicht treffen. Das ist hin und her. Also jetzt oben lang? Kannst du jetzt mal damit aufhören? Es ist doch nur, um Muni zu verschwenden. Da, jetzt muss ich hier lang. Okay, wie war nochmal? So. Boah, das war nicht so. Hallo, es steht doch auf. Jetzt haben wir es. Die Oma. Warum hassen mich alle? Ja, wenn du nicht Hirn erwischen würdest, wäre das alles nicht passiert. Leute sind halt nicht Fan davon, wenn sie andere umbringen sollen oder wenn sie umgebracht werden. Tut mir nicht gut. Verdammt! Da glaube ich nur drauf schießen, oder? Ich loote da, also ist schon mal gut, oder? Ja. Leute. Wie muss ich das machen? Ja gut, das war mir schon klar. Er greift ja nur so, um den Weg zu gehen, ja. Ich war wohl zu langsam. Ja, vielleicht soll ich das benutzen. Na, fackeln. Ja. Du. Direkt erstmal mit dem Granatwerfer drauf. Warum hassen mich alle? Ich habe einen Flammenwerfer nicht mitgenommen. Ich habe einen Granatwerfer. Da hätten wir noch mal ein bisschen Flintenmuni, weil ich habe nur zwei Schüsse gesehen. Guck dir das doch nicht weiter an, geh nach da zur Seite und hol dir die Flinten. Könntest du jetzt einfach das ignorieren, dann? Go!
Hier, wie soll ich den denn ausbrechen? Achso, das war's schon. Das ist jetzt die Zwischensequenz. Zwischen. Schon zweimal. Wow, Granatwerfer getroffen. Okay. Er ist vielleicht von Anfang an drauf geschossen, hätte ich mir das sparen können. So leicht kann es sein. Zweimal mit dem Raketenwerfer drauf schießen und da dreimal alles vorbei. Ich bin rausgeschmissen. Jetzt ein großes Mädchen. Würdest du nachladen? Danke. Du bist nur ein kleiner Junge. Lass mich wieder runter. Ich bin nach oben. Ich wollte nur eine Familie. So, jetzt habe ich hier keine Raketen mehr. Dass der überhaupt so lebt, wundert mich auch. Nimm das. Da liegt was. Nimm es. Geh nicht ans Telefon, nimm die Waffe! Dass man dem das auch erst sagen muss. Du musst erst einer anrufen und sagen, hier, Digga, nimm die Waffe, die da liegt. Würde dir eventuell helfen. Schluss mit den Spielchen. Nicht so schwer. Muss nur drauf schießen. Boah. Ich habe jetzt bekommen, dass ich es nur mal das auf easy durchgespielt habe. Oder? Hatte ich das noch nie fertig gespielt auf meiner Konsole, wenn ich so viele Fehler auf einmal kriege? Ich habe es bei jemand anderem fertig gespielt. Ich habe es ein paar Mal gespielt, das weiß ich. Ich werde ja mal beim Kollegen. Hallo, lange nicht gesehen. Ich bin Redfield. Was kommst du denn so spät? Gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ich frage mich auch. Haus ist nicht mehr viel übrig. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Leb wohl. Tschu. Was schmeißt das Handy weg? Das kann man auch benutzen. Das hat auch funktioniert. Das Video kann man auch so löschen. Muss das Handy nicht wegwerfen. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe... Nee, er hat selbst seine Frau getötet. Also der spricht, ist Ethan, also den wir gespielt haben. Der hat seine eigene Frau getötet.
Nachdem sie ihn halt 4-5 Mal versucht hat zu töten, hat er dann gesagt, okay, jetzt ist egal, schickt's jetzt. Ich renne mir den Kuhfuß durch den Magen. Vielleicht hat sie überlebt. Kuhfuß. Wir haben ganz schön viele Hallis geschoben, weil wir sehen auch nicht, was echt ist und was nicht in dem Spiel. Gerade am Ende hat mir voll den Trip. Im 8. Teil sehen wir ihn ja nochmal. Ja, meinte ich ja. Im 8. Teil sind sie auch nochmal vorhanden. Also, ich bin auf jeden Fall. Ich weiß aber gar nicht. Doch, er hat. Nee, warte mal. Ich weiß, im 8. spielt man auch mit Ethan. Er hat eine Family, aber ich weiß nicht, ob er es mit Mia hat oder ob er eine andere Ische hat. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber der 8. Teil war nice. Ich habe mir Let's Play aber nur geguckt. Vielleicht hole ich mir den aber auch. Wenn ich ein bisschen zu Geld komme. Die wollte mich jetzt auch schon ein paar Mal töten. Die Schnauze voll. Die wollte mich ja dann auch töten. Die hat mich angegriffen mit ihrem Messer. Hat mir nichts übrig gelassen. Und Evelyn hat die Türen zugemacht. War er, sie oder ich? Erst ist sie 3 Jahre weg oder so und dann will sie mich als töten. Ich weiß nicht. Die Beziehung hat keine Zukunft. Also im 8. Teil hat er ja wieder eine Family, also ist noch nicht so schlimm. Ich weiß halt auch nicht, ob es tatsächlich die Mia ist oder ob er sich ja, wie gesagt, irgendeine andere Frau geholt hat. Er hat auch ein Kind. Darum geht's ja. Du musst das Kind im 8. Teil wiederfinden. Ich kriege die Story nicht mehr ganz zusammen, wie das war. Das 7. und 8. Teil haben auch miteinander zu tun. Der ist auch vor dem 7. Also der erklärt, wie dieser Pilz entsteht und generell, wie das mit Umbrella passiert ist. Woher der Virus kommt und so. Vielleicht krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es ist ja da schon wieder locker ein Jahr her oder so. Ja, der Evelyn hat die Paras gemacht. Ja, die ist wegen der Evelyn. Die hat ja auch dafür gesorgt, dass jeder jeden umbringen möchte. Die hat halt Talos verbreitet, alle aggressiv gegen alles gemacht. Und sie war ja die Hauptquelle für den Pilz. Der alle durchdrehen lässt, die Evelyn. Und sie ist halt auch schneller gealtert, weil halt dieser Pilz irgendwie die Zellen zersetzt oder so, irgendwie war das. Und halt, wenn es zu lange dauert, dann wirst du, kalzumifiziert. Wirst du so eine Calcium-Mumie. Versteinert. Mal gucken, was der 8. Teil kostet. Der ist halt auch echt nice. Generell Resident Evil ist nice. Der 5., 6. und so weiter, die sind ein bisschen komisch. Gerade der 5. war das war mehr Action wie Horror. Das war nicht so ganz. Die anderen waren halt echt nice. Ich habe aber leider viele nur mit Let's Plays geguckt und selber nicht gespielt. Die sind den 7. jetzt ein paar Mal. Müsste eigentlich sein. Weiß ich nicht so genau, ob der Pilz dann auch wirklich tot ist oder was sich dann einfach munter weiterverbreitet und nur die Hauptquelle dann weg ist. Dass wenigstens die Paras dann aufhören. Ich glaube auch, warte mal, da war doch irgendwas. Ich glaube, der Ethan ist aber auch nicht mehr lebendig. Kommt, glaube ich, im 8. Teil auch raus. Bin mir nicht so sicher. Ich will noch nichts Falsches sagen, aber jetzt richtig. Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, was passiert. Ich weiß nur, es ging darum, wie der Pilz entstanden ist. Und durch den Pilz ist halt auch die anderen Virus entstanden, die Umbrella da zusammen bastelt. Ich krieg's aber nicht mehr auf die Kette. Was war dazwischen? Was ist mit Ethan passiert? Ethan spielt auf jeden Fall da auch die Hauptrolle. Er muss halt sein Kind wiederfinden. Ja,
retten die Vater, wir retten den Vater, wir lassen beide Frauen stehen, wir brennen den Vater durch. Kriegt die zweite Dosis. Aber der ist ja auch verkackt. Ja. Das war das gute Ende mit Mia. Das kann gut sein. Ich weiß gar nicht, ob das so viel anders ist. Ich habe es auch nicht so viel anders da in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob wir jedes Mal einfach Mia einfach den Hunden zum Fraß vorgeworfen haben und jedes Mal uns für die andere entschieden haben. Das kann auch sein. Wir können ja nochmal auf Normal später spielen und die Mia retten. Ich will dann erstmal ein bisschen was anderes machen. Könnt ihr eigentlich gucken? Es gab auch in dem für Resident Evil 7 halt auch noch so ein paar DLC-Minispiele. Ja, dann haben wir echt immer die Mia geditcht, weil ich kann mich nur an dieses Ende erinnern. Oder ich habe es einfach vergessen, das kann auch sein. Ist ja schon wieder einige Zeit her, wie wir das so gespielt haben. Ich habe mit Kollegen viel gespielt. Ja, ich habe mich für Zoe entschieden. Ich habe Mia stehen gelassen. Ja, dann haben wir die halt immer stehen gelassen. Wir haben uns im Prinzip für Zoe entschieden. Na, vielleicht spiele ich dann nochmal und dann gucke ich, was das Mia-Ende ist. Ich kann mich halt legit an kein anderes Ende erinnern. Ja, man stirbt hier nicht. Dann haben wir echt immer nur Zoe genommen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Alle kollektiv einig, wir mögen Mia nicht. Wir können ja, ich habe jetzt auch leicht gespielt, wir können ja dann nochmal später. Ich will auch jetzt ein bisschen was anderes machen, wir können dann später mal normal probieren. Ob ich das schaffe. Wenn endlich mal. Wollte ich gerne einfach. Yay, danke für den Raid. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal gucken. Habe ich genug Internet, um in den Store reinzukommen? Nach einigen Zwischenfällen mit Evelyn gelingt ihnen auf die Seefrucht als Sita mir an der Seite. Also so steht das. Ja gut, da macht Sinn, weil im achten Teil hat er eine Familie. Dann hat er doch dann im achten Teil das gute Ende. Ja, dann guten Abo.